Mein Name ist Mareike Jacobi und ich bin Zeichnerin und ich lebe und arbeite in Berlin. Meine Zeichnungen entstehen nach vorab definierten Regeln. Ich benutze einen Würfel, um in einem Raster Positionen von Linien zu bestimmen. Und die Schnittpunkte dieser Linien verbinde ich dann zu den verschiedenen Mustern. Während ich an einer Zeichnung arbeite, entstehen oft schon Ideen für weitere Möglichkeiten, die Linien miteinander zu verbinden. Und genau das ist es dann auch, was mich fasziniert, wie ich innerhalb der Begrenzung auf dieses System immer neue Möglichkeiten finde, Muster und Formen daraus abzuleiten. Mit der Zeit entwickelt sich daraus eine eigene Logik, wie eins auf das andere folgt, und meine Zeichnungen assoziiere ich daher auch stark mit dem Begriff des Denkmusters. Als ich mein System zum Zeichnen gerade entwickelt hatte, habe ich ganz viele Formate und Medien ausprobiert. Und dann hatte ich sehr viele, sehr verschiedene Zeichnungen. Und das Buch war dann eine schöne Möglichkeit, die Zeichnungen in eine Ordnung zu bringen und dann auch nachvollziehbar zu machen, dass aus eben einem Ursprung eine Vielfalt an Mustern entstanden ist. Und mir gefällt außerdem, dass das Blättern in einem Buch nochmal einen ganz anderen Zugang ermöglicht als bei Zeichnungen, die in einer Ausstellung im Raum hängen und die man dann vielleicht auch nur einmal kurz sieht. Das Buch ist für mich auch eine Art Ideenarchiv. Also ich greife Muster oder Motive immer wieder auf und denke sie dann nochmal weiter. Die Zeichnungen in der Ausstellung sind auch ein gutes Beispiel dafür. Im Buch findet man ein zusammenhängendes Muster und hier in den Zeichnungen löst sich die Fläche schrittweise auf und dadurch werden die einzelnen Elemente oder Formzusammenhänge sichtbar. Es gibt noch viele weitere Motive oder Formen in dem Buch, bei denen ich mich dann zum Beispiel frage, wie könnte das dreidimensional aussehen oder wie verhält sich das Muster zum Raum? Also das Buch ist auf jeden Fall ein wichtiger Bezugspunkt für meine Arbeit. Spiel hat ja auch ganz viel mit Zufall zu tun und das Raster hat auch eine Ähnlichkeit mit einem Spielfeld und die Zeichnungen werden schließlich auch ausgewürfelt. Mein nächster Schritt ist, jetzt andere Personen nach den Regeln zeichnen zu lassen. Also mich interessiert, inwiefern sich diese Zeichnungen dann von meinem eigenen unterscheiden, wie andere die Regeln interpretieren und welche Möglichkeiten sie vielleicht darin sehen, an die ich selbst auch gar nicht gedacht hätte. Und das Ergebnis könnte dann ein zweites Patternbook sein mit dem Zeichnungen von anderen dann.